Wir gehen rein ins Blind Date. Adi Toronto war bei Sofo Doof, der Schweizer. Bro, ich sage euch direkt von Anfang an, wenn wir die erste Dame hören hinter dem Vorhang, wie sie Schweizerdeutsch redet, Schweizerdeutsch, dann breche ich ab, dann breche ich das Video ab. Wir gehen rein. Heute haben wir bei 7 Mädels Blind Date den fantastischen Adi Totoro zu. Oh my God. Die günstige Version von Hazel Brugger. Hinter dem Vorhang warten 7 Frauen, die bereit sind, sein Herz zu erobern. Jede Runde fliegt eine raus, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Wird Adi die Liebe seines Lebens finden? Ich bin mittlerweile... Spoiler? Nein. 24 Jahre alt und es wird eng. Wir finden es heraus. Und wenn Adi einmal nicht weiter weiß, kann er unseren neuen Joker benutzen, der ihm eine Entscheidung abnimmt. Ich weiß selbst nicht, was dann passiert, also bleibt gespannt. Herzlich willkommen zum Blind Daten mit Adi Totoro. Woo! Okay. Moin, da bin ich. Was geht ab? Wir sind direkt in der neues Minigame-Chat. Du siehst 7 Paar Schuhe, was denkst du? Wir haben hier vorne Ugg Boots. Also Chat, was sehen wir? Wir sehen Ugg Boots. 2 ist auch schrecklich. 3 könnte cool... Alter, Nummer 4 ist krank. Nummer 4 tanzt privat den Gangnam-Style. Anders kann ich es mir nicht erklären. Bro, das ist verrückter Schweinezeug. Guck mal hier. Bro, das ist diese Deichmann-TK-Max-Kombo. Heilige Scheiße. Bro, die blinken safe beim Auftreten. Bro, die sind... Das ist dope. Das ist hier potenziell cool. Und das ist halt einfach Reef. Da hat sich Reef versteckt einfach hinter. So, wir gucken mal. Wir haben hier vorne Ugg Boots. Ugg Boots sind einerseits Shit wegen Leder und so Story, ne? Aber Leder, wegen Leder und so Story. Aber... Sie sehen halt leider gut aus. Gibt auch viele vegane Alternativen, Adi Totoro. Die sind doch so ein... Keine Ahnung, irgendwie so ein random Laden. Ich habe die für 10 Euro gekauft. Okay, Fake Ugg Boots. Ist das besser oder schlechter? Das ist schon besser. Okay. Die sehen ja gleich aus. Ist eigentlich egal. Zweite ist so ein bisschen edel. Dann Sneaker. Ich habe von Sneakern absolut keinen Plan tatsächlich. Ich glaube, Adi hat im Grundkern zwar recht, was er sagt, aber er hat so, ne? Also ich finde auch, dass Ugg Boots scheiße geil aussehen. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Ugg Boots sind coole Schuhe. Nur dann, wenn kein Tier dafür leidet. Nur dann kann man es tragen. Dann haben wir dort so Funktionsschuhe, würde ich sagen. Ja, das ist ja Geschmackssache. Die finde ich jetzt tatsächlich nicht so geil. Auch weil die Jeans da so drauf droppen. Die sogenannten Jeans. Dann haben wir nochmal edel. Und dann der klassische Phoebe Viewer Fit. Am Schluss. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, welche Paar Schuhe würdest du ihr geben? Zum Beispiel diese edlen Schuhe sind halt für einen Anlass, okay, wo die auch passen. Nein. So im Alter. Wenn meine Freundin das hier trägt, ist sie nicht mehr meine Freundin. Das ist ja krank. Warte, Chat, ihr findet Axe optisch kacke? Ja? Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Moonboots größer Axe? Ja. Aber die haben trotzdem Swag. Was? Bei den ja, Mann, ihr ganzen verf***ten Kinder, ihr habt alle im Wald gespielt mit einem Pflaster auf dem Auge. Deswegen verteidigt ihr eure scheiß Timberlands, ihr Opfer. Axe größer Timberlands. Ich jetzt die Socken ein bisschen affig. Muss ich sagen. Du darfst eine Frage stellen. Hast du eine? Okay. Ich komme ja aus der Schweiz und in der Schweiz ist Geld sehr wichtig. Deshalb muss ich direkt am Anfang fragen. Nicht nur in der Schweiz und ich werde diesen Stream erst vorsetzen, wenn ein Sub reinkommt. Fickt mich nicht, Chat. Bitte fickt mich nicht. Danke. Ey, yo, Philo, was rockst du heute? Ausbildung oder mit was verdient ihr euer Geld und am besten noch, wie viel Geld verdient ihr? Okay. Ist es dir wichtig, dass deine Freundin Geld verdient? Ich will ein Spielermann werden. Spielermann, ja. Okay, nice. Ein Spielermann. Kandidatin 1, wie viel Geld verdienst du und was machst du? Also ich mache noch eine schulische Ausbildung als Sozialassistentin. Was ist da für ein und Hund? Nebenbei arbeite ich im Club und da verdiene ich halt 520 Euro Minijob. Nein! Sie arbeitet im Club. Wisst ihr, was das heißt, Chat? Sie kennt den Clubbesitzer, weil sie musste sich bewerben. Sie kennt den Clubbesitzer, Chat. Was heißt das? Sie ist eine... Da... Kann raus. Wenn Adi nicht super dumm ist, ist er raus. Lass mal so durchgehen. Next Kandidatin 2, was machst du beruflich und wie viel Geld verdienst du? Ja, ich würde so sagen zwischen 1,7 bis 2. Ich mache eine Ausbildung als Chemikantin. Oh. Und dazu habe ich halt auch einen Minijob in einem Club. Chemikantin. Oh nein, auch eine Dati. Ist das Chemikerin? Ja, sozusagen. Ich arbeite in einer großen Anlage. Ich kontrolliere halt die Prozesse und... Ah, das ist so wie Laborante, nur mit Chemie? Ja, also wie Laborante, genau, nur groß. Also ich bin halt in der Produktion tätig. Ich habe tatsächlich nichts verstanden. Ich würde weitermachen mit der dritten Person. Also ich mache noch Abitur und habe auch einen Minijob oder eher gesagt 2. Einmal arbeite ich im Hotel im Service und auch im Club hinter der Bar. Boah, das... Bro, die kennen sich alle, oder was? Haben wir hier eine fucking 3-Time... Da! Haben wir eine 3-Time... Da! Wenn deine Chair Clubbesitzer kennt, dann ist sie eine. So, weiter geht's. Da arbeiten ja alle im Club. Okay, Kandidatin 4, was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung als MFA und verdiene so 900. Was ist NFA? Medizinische Fachangestellte. NFA. Boah, das ist verrückt. Also, medizinische Fachangestellte, Chat, wisst ihr, was das ist? Raus! Das geht nicht!
Kandidatin 5. Ich arbeite als Kulturmanagerin und habe aber eigentlich Nachhaltigkeitswissenschaften. Was ist eine, ich sag mal, Kulturmanagerin? Im Master studiert. Also aber auch so die Range vom Gehalt. Oh! 1,7 bis 2 würde ich mich mal anschließen. Mhm. Also reich bist du bis jetzt noch nicht. Nee, das wäre tatsächlich in der Schweiz ein schlecht bezahlter Urlaubsjob. Aber ich finde es cool, dass du in der Kultur arbeitest. Mhm. Kandidatin 6. Ich mache Social Media und bin selbstständig. Also ist das Gehalt immer sehr unterschiedlich. Okay. Und was genau würde ich jetzt hier nicht sagen? Oh nein. Ja, Social Media. Haha, mir ist es so peinlich, dass ich OnlyFans mache. Haha. Aha, da ist auf jeden Fall Geld im Spiel. Ja, finde ich gut. Aber eine Partnerin zu haben, die Social Media macht, hatte ich jetzt 1,5 Jahre. Deshalb muss ich gucken, wie es weitergeht. Ja, also ich mache eine Ausbildung als Mediengestalterin aktuell. Also verdiene ich einfach nichts, so gefühlt. Also ich bin broke. Ich muss tatsächlich sagen, mit dieser Frage habe ich jetzt nicht so extrem viel dazugelernt. Ich weiß jetzt so ein bisschen, wo die Leute arbeiten. Mhm. Dann würde ich tatsächlich die Nummer 4 rauspuppen. Ja. Wegen der Schuhe. Wegen den Schuhen. Ja. Aber dieses funktionell, das passt voll zu dir. Ja, okay, fair. Ja. Der Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo. Was schöne Haare. Ja, sorry, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe einen kleinen. Inspektor Gadget ist komplett wahnsinnig. Inspektor Gadget ist fernab von Gut und Böse. Nein, 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 nein. Wer hat das geschrieben? Simon schreibt Butterfinger? Nein! Nein! Tut meine Schwester Clarissa doch nicht dirty! Was ist das denn? Chat, was macht ihr? Ja, das ist ein Cancel, das ist ein Triplett. Das ist ein sogenanntes Triplett. Das ist krank. Das ist komplett Affenscheiße. Tut mir leid, Clarissa. Ich muss das tun. Schöne Haare. Ja, sorry, dass es nicht geklappt hat. Aber oder sie rockt diesen Swag. Sie rockt, sie hat die Scheiße an. Kleines Geschenk für dich dabei. Und zwar ein Schokobon. Oh, danke schön. Ja, das macht dem Namen Butterfinger alle Ehre. Scheiße! Tschüss. Ciao. Tschüss. Mann, sie ist cool. Schön, dass du da bist. Sie ist cool. Ich sag ehrlich, C-Offword, ich hätte mehr über sie lernen müssen. Ich hätte echt gern mehr über sie gewusst. Vor allem über die Entscheidung, warum sie diese wirklich potthässlichen Schuhe trägt. So, weiter geht's. 3, 2, 1. So. Und bupp. Bupp. Okay. Oh. Ja, okay. Eins muss aber ganz schnell raus. Bruder, das ist legit gerade auf. Was ist das? Boah, das ist eine Jogger. Mich würde nicht wundern, wenn hier irgendwo ein verf***tes E-Sport-Logo drauf ist. Da steht irgendwo Fnatic drauf oder was weiß ich. Eine Lederjacke, hochgekrömpelte was tut Kumpel am Gucken? Nee, das geht nicht. 6 hart? Ja, 6 ist auf jeden Fall krass. Könnte immer noch Reefed oder Phoebe sein. Ich muss sagen, das hier sieht aus wie ein strammer Körperbau auf jeden Fall. Das finde ich auch noch sehr cool. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt am meisten Fan von 5. 2 gibt mir Pferdemädchen-Energie. Oh, shit. Okay, alle sehr baggy, würde ich sagen. Ich finde tatsächlich die Ugg Boots, die haben auf jeden Fall gewonnen. Ich finde mit diesen Trainerhosen und so. Das ist... Nein, 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 das hat nicht gewonnen, Adi. Bist du besoffen? Hallo, Adi. Was geht? Bin live gerade. Wir gucken uns deine Blind-Date-Folge an. Ich wollte nur fragen, ob du getrunken hast während der Folge. Warst du besoffen? Nee, gar nicht. Bis morgen. Mehr wollte ich nicht wissen. Ist es schlimm? Nein. Wie schlimm ist es? Nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber? Ich frage mich, warum du dich bei den Ugg Boots mit dieser hochgekrömpelten Joggerhose nicht sofort für den Rausschmiss entschieden hast. Ach so. Ja, ich dachte, da kommt noch was. Ich dachte, es könnte besser werden. Ich verstehe das. Ey, aber ich frage dich jetzt was. Ja. Du hast ja auch gemacht, ne? Ja. Ich war geisteskrank nervös. Ich war querschnittsgelähmt nervös, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin bei Drehs selten nervös, aber Digga, da war ich, weil es halt Menschen sind und du bewertest die am Schluss, ne? Ja. Schon krass. Ja, bei mir ist es nicht so gut ausgegangen. Bei mir ist nicht so gut ausgegangen, aber ich find's bis jetzt sehr witzig. Aber ich fand deine Folge mies funny, Digga. Danke, danke, ja, Bruder. Hey, guck weiter, wir sehen uns. Ich küsse dein Herz, viel Spaß dir, ciao. Na gut. Ordentlich rein, auch wenn ich die Socken jetzt noch ein bisschen, so ein bisschen okay finde. Aber es ist kuschelig. Es ist kuschelig, das ist cool und ich mag kuschelige Sachen. Und dann, ja, Nummer 2 sind die Hosen leider tatsächlich, ich nenn's mal... Mal was anderes? Ja, ich würde es mal so Sushi-Hosen nennen. Weil es wie so eine Sushi-Rolle halt, wenn es so eng Jogging. Ist. Also sorry, ist, aber das ist nicht ist so sorry. Mein Vibe. Okay. Nummer 3 ist ein bisschen edel. Ja. Nummer 3 ist wirklich auch cool. Ich sag 3 und 5 ist bis jetzt Favorit. Eher 5. Gut. Mhm. Nummer 5? Ja. Ja, okay. Und Nummer 6 finde ich cool. Nummer 6 ist so am ehesten dein Style, ne? Ja. So ein bisschen chiller. Sie ein sieht auch aus, als würde sie skaten oder so. Ja. Nummer 6? Ich mache sehr, sehr gerne Musik und Musik ist mir wichtig. Deshalb habe ich meine legendäre Nasenflöte mitgenommen. Ach du Scheiße. Jetzt so. Meine Nasenflöte, das war die Schweizer Hymne. Bruder ist nicht
Philo. Kumpel Adrian ist nicht Philo. Der normalste Schweizer. Ernst, ich habe meine Nasenflöte mit. Bruder. Ich würde jetzt die Nasenflöte rumgehen und jeder darf einen kleinen Song auf der Nasenflöte spielen. Nein, Bruder, das ist ja verrückt. Nein, das ist krank eklig. Und dann gucke ich mal, wer gut Nasenflöten spielen kann. Ich würde jetzt einfach so gleich reingehen. Hallo? Okay, Kandidatin 1. Viel Glück. Oh mein, oh mein Gott. Nein, die schnaubt einfach ihre Nase. Das ist kein Taschentuch, Mäusing. Das ist kein Taschentuch. Hä? Ja, Applaus für Kandidatin Nummer 1. Applaus für die erste Kandidatin. Ja, wunderbar. Hä, das geht nicht. Ja, ich würde sagen, Kandidatin Nummer 1 kann es nicht. Kandidatin Nummer 2. Das ist ein Minus dann, ne? Nee, ich kann es nicht. Was ist hier los? Kandidatin 3. Ih, Bruder, da kommt Rotze mit raus. Leute. Kann niemand die Nasenflöte spielen? Ist das echt so schwer? Kandidatin 4. Ich muss aber sagen, das ist scheiße witzig. Die Geräusche sind scheiße witzig. Aber machst du das durch die Nase oder durch den Mund? Nur durch die Nase ausatmen. Ja, schade, ne? Nee, geht nicht. Okay. Nummer 6, wir hoffen auf dich. Peter, ich fände es so geil, wenn es nur ein Ton rauskommt. Ich würde vielleicht sogar den Heiratsantrag dann. Da kommt ja was bisschen ja. raus. Wow. Nummer 6, wie Adi sich auch freut. Ey, er muss jetzt eigentlich die 6 Inzen rausworten. Das wäre geil. Das wäre geil. Ich würde sagen, musikalisch eine 10 von 10. Ja. Hast du toll gemacht. Danke, danke. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Geht nicht. Boah, das ist voll Lippenstift jetzt. Ey. Ja, das war meine Taktik tatsächlich, weil die sind der Lippenstift hat. Wer hat den Lippenstift von euch auf? Ja, reicht jetzt auch. Tatsächlich hat mich das gar nicht weitergebracht. Aber Nummer 6. Hat einen Ton rausgebracht. Bro, das ist ja verrückt. Nummer 6 ist auf jeden Fall weiter. Das ist verrückt. Mir wäre es halt wichtig, dass man in der Beziehung dann auch Nasenflöte spielen kann, mal an so einem Sonntagabend. Ah, okay. Mit einer Kerze zusammen. Okay. Ein Duett. Ja, check ich. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Anderes Thema. Ja. Sport. Wie steht ihr so zu Sport und was für eine Sportart macht ihr am liebsten? Ey, ich muss sagen, dieses Outfit hier catcht mich wirklich ganz, ganz doll. Ich finde das irgendwie echt cool. Okay, Kandidat Nummer 1. Was machst du für einen Sport? Ich mach Cheerleading. Bro. Hast du dann so ein Cheerleader-Outfit an? Ja. Ja. Gut. Siehst du dich bei so einem Cheerleading? Würdest du das auch im Schlafzimmer dann theoretisch anziehen? Klar. Wow! Kandidatin 2, was machst du für Sport? Ich tanze Garde. Ah! Was? Tanze Garde, so. Atze, Dicker! Ist das so irisch? Nein, das ist kein... Atze, Adi! Chill aus ein wenig! Chill aus noch! Anneball! Ach so, oh mein Gott. Oh, ihr müsst euch... Aber wenn ihr gleich rauskommt, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen was zeigen. Kandidatin Nummer 3, was machst du für Sport? Also, ich habe schon alles ausprobiert und kann auch dementsprechend eigentlich relativ viel, aber jetzt gehe ich gerade nur ins Gym. Immerhin Gym. Ja. Kandidatin 4, was machst du für einen Sport? Ich mache hauptsächlich Ballsportarten, okay. Also Fußball, Handball. Na gut. Und würde aber auch sagen, dass ich einfach sehr gern draußen bin, also wandern, laufen, schwimmen. Jo. Skifahren. Das steht auf der Bucketlist, konnte ich bisher noch nicht umsetzen, aber will ich übrigens gerne. Ich checke. Wow, könntest du es dir beibringen? Ich habe eine Skilehrerausbildung tatsächlich. Ich bin ein ausgebildeter Skilehrer, deshalb könnte ich das ja. Wirklich? Das wäre eigentlich ein cutes Date. Kandidatin Nummer 5. 4 kennen wir doch, oder? Ich gehe sehr regelmäßig ins Gym. Und ich fahre 4 kennen wir, es könnte Henke sein. Über 20 Jahren Ski. Nein. 20 Jahre. Ja, ich habe sehr früh angefangen. Meine Eltern haben... Ach doch, das ist 4. Doch, das ist Henke. Ich habe die Skier gestellt, wo ich gerade laufen konnte. Was hast du für eine Skimarke? Ich glaube Head, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Head ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Aber wow! Wahrscheinlich wow! Aus, oder? Ich leih keine aus, ich habe alles selber. Cute. Kandidatin Nummer 6? Ja, aktuell bin ich gerade auf Sportsuche, weil ich hier neu hingezogen bin. Also ich habe auch schon gefühlt alles durch. Ich habe schon Fußball durch. Mhm. Tischtennis habe ich auch gespielt. Oh. Ja, das ist eine Sportart. So. Das ist anstrengend. Okay, das ist nicht nur Ball hin und her. Ich habe auch Badminton mal gespielt. Ski bin ich auch einmal gefahren. Also Tischtennis finde ich cool. Badminton finde ich sehr, sehr cool. Ich spiele sehr, sehr gerne Badminton. Deshalb, ja gut, Nummer 6 bleibt drin, weil sie den Ton hinbekommen hat. Mhm. Aber cool. Nummer 5 aber auch cool mit den 20 Jahren Ski. Ja, das ist auch cool. Auch sehr cool. Okay, basierend darauf musst du jetzt aber eine rauswählen. Ich habe tatsächlich eine ganz klare Meinung und zwar müsste die Nummer 2 raus. Oh! Wegen den Hosen. Und Karnevalstanz ist jetzt nicht so mein
Nicht dein Ding? Mein Kryptonit, sag ich mal. Nein, das ist aber super cute mit diesen Hüten. Nein, ist es nicht. Das ist Turbo rechts. Ja, das sieht tatsächlich sehr affig aus. Also kannst du nicht hingehen und sagen, also meine Sportart ist Karneval. Hey, das ist übelst anstrengend. Mach mal dein Bein hoch. Probier mal höher. So? Von wem? Bis hier. Ich mach's mit dir gerne zusammen. Dann Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Anhinsch, ich liebe, dass Adi auch so ein kleiner Drecksack ist. Das ist einfach geil. Hey. Hallo. Schön, dass du kleiner da Frechtags. Bist. Ja, Melina, guck mal. Freut mich. Wie heißt du? Ja. Melina. Ich finde der Tanz gerade cool. Wollen wir zusammen einen Tanz entwirbeln? Ich habe hohe Schuhe an. Ah, hey, aber das haben doch in Köln die Gardemädchen auch immer. Ja, man, nicht so hohe. Aber doch ein bisschen. Aber ich kann Spagat machen. Nee, das ist nichts. Oh, okay. Da sieht Sophia direkt den Spagat. Boah. Okay, das ist eine merkwürdige Situation, die sich hier auf diesem Bild irgendwie ergibt. Aua. Mit Jeans. Mit Jeans, da hast du dir tatsächlich einen Schokobo verdient. Dankeschön. Bitte. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Jetzt du Spagat. Ich kann keinen Spagat. Mhm. Den hier habe ich mal so ein bisschen, aber ich kann den nicht mehr. Nee, mehr tiefer, kann ich tiefer, nicht. Tiefer. Ich kann nicht mehr. Okay, nächste Runde. Man muss die klassische Frage stellen. Scheiße. Ich glaube, die gehört einfach dazu. Da gibt es Leckerli für. Die müssen ja auch lernen. Die müssen ja auch lernen, dass das gut war. Wir fallen gemacht, guck mal. Lieblingsband oder Lieblingsmusiker? In welche Richtung geht das so? Kandidat Nummer 1. Was ist dein Lieblingsband oder dein Lieblingsgenre? Genre ist so Army-Rap, aber Band ist AC/DC und halt Musiker Reezy. Okay, Kandidatin 2. Was hörst du so für Musik? Das ist ganz schwierig. Ich höre irgendwie alles. Aber im Moment höre ich sehr viel Alligator. Kandidatin 3. Boah, nee, weiß ich nicht. Musik. Ja, durch meinen Job höre ich eigentlich echt alles. Nee, also Alligator finde ich geil, aber das ist nichts, was man so hört. Also check dir das, Alligator ist nichts, was man im Auto so pumpt. Alligator ist was man sich wirklich bewusst gibt. Check dir? Mögliche, aber hauptsächlich Hip-Hop und Deutschrap. Mhm, welche Richtung so? Gerade sehr viel Bolo Boys. Mhm. Wenn das, und dann, ja, sonst Quarmi, Tom Hengst, OG Kimo. Mhm. Also passt auf jeden Fall. Also sie passt zum Outfit und zu den Schuhen und zum Job. Guami. Musik passt alles zusammen bei ihr. Findest du es gut oder nicht? Es passt auf jeden Fall. Ob ich es gut finde, sehen wir nachher. Okay. Kandidatin 4, was hörst du für Musik? Also, wenn ich feiern gehe, am liebsten Techno. Mhm. Und ansonsten höre ich aber auch Deutsch und Pop. Aber ich bin sehr flexibel. Ich höre ganz viele verschiedene Musikarten. Mhm. Was sind so deine Künstler, die dir jetzt gerade einfallen würden? Bennett, der hat den Remix von Was Your Tor schon mal gemacht, weil ich früher sogar im Chor diesen Song gesungen habe und ich das so krass fand, dass dann irgendwann dieser Remix rauskam. Kandidatin 5, was hörst du für Musik? Ich höre eigentlich fast jedes Genre, also von Rap bis zu Klassik. Klassik mache ich tatsächlich auch voll gerne, klassische Musik. Aktuell höre ich viel 21 Savage, Kendrick und Metro Boomin mag ich sehr. Wow. Metro Boomin, once more. Ja. Was hörst du denn für Musik? Also ich muss sagen, die Antworten, Chat, die Antworten haben mir, das Outfit zwar gar nicht, aber die Antworten haben mir von Nummer 5 am besten gefallen bis jetzt. Und, geht nicht. Metro Boomin mag ich sehr. Metro Boomin, once more. Was hörst du denn für Musik? Ich höre, glaube ich, fast nur Deutschrap tatsächlich. Ich bin so gar nicht im Ami-Rap drin. So die Klassiker halt, ne? BAZ, Rin jetzt wieder, auch QMI, Ikimel, die ist so ein bisschen neuer, die macht so Techno, Beat-Raps, also so in diese Richtung. Ne? Okay. Ikimel, die geile. Ich jetzt eine rauswählen. Glaube ich, Nummer 4 rauswählen. Oh, krass. Was? Warum? Einerseits wegen dem Style. Oh. Die fährt 20 Jahre Ski. Aber Skifahren ist halt nur das halbe Jahr und nur die halbe Miete. Ach, krass. Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen wegen dem Style, weil es extrem schwer. Alle hören irgendwie so die ähnliche Musik und so. Deshalb muss ich jetzt hier auf Style gehen. Ich finde, es würde voll gut passen. Egal. Naja. Egal. Dann Kandidatin Nummer 4, okay. Philo W's und Philo C's vor allem vorbereiten. Ich glaube, das ist ein C auf Vote, to be honest. Hallo. Hallo. Wow, du siehst ja gut aus. Nee, ich checke, Techno passt. Okay. Sorry. Ist okay. Aber willst du Darmkampf spielen? Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Okay. Ich spiel noch mal vor. Tschüss. Nein. Oh, ja, du darfst tatsächlich. Müsst ihr noch mal sagen. Vielen Dank. Bitte. Danke, dass du da warst. Nee, ich checke. Es ist wirklich absolut fitting, dass sie Techno hört. Und das hier ist großer Quatsch. Im Top hätte man so viel rausholen können. Aber sie hat sich dazu entschieden, es nicht rauszuholen, tatsächlich. Boah, sieht sehr sportlich aus. Ja. Okay, dann jetzt in die nächste Runde. Wie gefallen dir die Outfits? Was sticht dir am meisten ins Auge?
Wow. Nein, 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 nein. Das ist kein Placement hier, oder? Okay, wie heißt ihr und was sind eure Fähigkeiten? Nummer 1. Wie heißt du und was sind deine Fähigkeiten? Ich bin Ruan Mei, bereit, eure Herzen zu erobern. Ihr findet mich in der magischen Welt von Pinakone in Honkai, Star Rail. Meine Fähigkeiten, die Zeit zu manipulieren, wird dich verzaubern. Nummer 2. Und ich bin Dr. Ratio, der geniale Wissenschaftler. Meine technologischen Erfindungen sind revolutionär. Basierend auf diesen Aussagen musst du aber leider eine Person rauswählen. Während Adi überlegt, habe ich noch eine Überraschung für euch. In der Videobeschreibung findet ihr einen Geschenkecode für 50 Stellare Jade. Bro, tut mir leid, Dr. Ratio, aber ich muss mich ja für irgendjemanden entscheiden. Meine Erfindung ist cool, aber Zeitmanipulation klingt einfach unschlagbar. Bro. Hi. Hi. Du siehst ja mega cool aus. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ich muss jetzt aber zurück nach Pinakoni. Das klingt super spannend. Da muss ich auch unbedingt mal hin. Bro. Falls du deine Entscheidung bereust, kannst du dir ja einfach Honkai Star Rail runterladen. Okay, das war crazy. Jetzt geht's wirklich in die nächste Runde. Ja, ich meine, irgendwie muss jeder seinen Hack machen, ne? Wow, das ist absurd krass. Okay, Dr. Ratio, das bin ich auf Twitter, by the way. Ich bin Dr. Ratio. Hoyo, Link. Hoyo, bloß mal. Okay, welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Ich mag den Hoodie von Ola Kala. Mit den Kopfhörern kommt geil. Wie stehst du zu Nummer 3 mit den... Digga. Findest du witzig? Zum Gesamtbild, da passt alles. Mhm. Passt alles. Safe. Nummer 1 hat sich wieder ein bisschen verschlechtert, weil ich Bauchnabelpiercings nicht so mag. Echt? Nee, ich auch nicht. Okay. Ist nicht so mein größter Fall. Ist nicht so mein größter Fall, würde ich mal schon fast behaupten. Ein Bauchnadel-Diercing. Ist Nummer 2. Nee. Ich kann aber sie hat viel Schmuck. Könnt ihr mal alle eure Hände zeigen? Ja, könnt ihr mal eure Hände zeigen? Ja, wir sehen leider nichts. Oh. Okay. Okay, aber Nummer 2 hat krasse, wie sagt man dem? Krasse Nails. Krasse Nails. Ey, du hast es echt genailed. Oh mein Gott, Bruder. Mach das nie wieder, Adrian. Mach das nie wieder. Hilarious. Nummer 3 hat auch Nägel und Nummer 4 auch. Ja. Ist gut so? Ich finde es gut, wenn Leute prinzipiell Nägel haben, ja. Okay, du kannst jetzt eine Frage stellen. Ja, ich würde tatsächlich zur Box. Schlechter Witz. Okay. Ja. Geht das? Ja, oh, Joker! Ich jetzt einfach eines raus. Ja. Da ist ein Dart drin. Nein. Okay, der Joker ist anscheinend, dass du einen deiner Kandidaten mit einem Dart auswählen musst. Und zwar, indem du sie rauswirfst. Du musst entweder Nummer 1, 2, 3 oder 4 rauswerfen. Bro, du wirfst das nicht auf einen Soundabsorber. Die Distanz kannst du selber... Du wirfst den Dartfall nicht auf einen Soundabsorber. Entscheiden. Das Gute an dem Joker ist, du weißt gerade nicht, wie du dich entscheiden würdest, aber der Joker hilft dir dabei. Tut mir leid. Bro! Ich werf jetzt. Nein! Das kann nicht echt sein. Die Eins. Die Eins. Es war Schicksal. Mitten ins Herz. Also Nummer 1, der Dart hat leider entschieden. Du darfst jetzt hervorkommen. Okay, und 1. Hallo! Emily! Schön, dass du da bist. Ja, die war schon mal drin. Tut mir leid, der Dart hat die 1 getroffen. Ach, alles gut. Die kennen wir schon irgendwie. Halbfinale! Oh krass, sie ist einfach despawned. Sie ist einfach gewendet. Thanos hat geschnipst. Tut mir leid, der Dart hat die 1 getroffen. Ach, alles gut. Und weg. Halbfinale! Woo! Lass mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wo es ja gehen soll, ne? So datingmäßig. Ich hatte, by the way, noch nie ein Date in meinem Leben. Was? Du auch was? Ich hatte noch nie so ein Kennenlern-Date. Bist du jemand, der eigentlich nur schreibt? Ja, ich schreibe ein bisschen Zeit vertreiben. Okay. Bisschen Zeit vertreiben ist crazy. So ein perfektes Date aussehen. So, was würdet ihr machen? Wohin würde man gehen? Kandidatin Nummer. Also Zeitvertreib ist verrückter Call. Ich würde da einfach gehen als Frau dann. Eins. Wie würde für dich ein perfektes Date aussehen? Also ich wäre eher so für was zusammen einkaufen und dann halt zusammen Essen machen. Anstatt irgendwie essen zu gehen oder so, dieses Klischee, dass der Mann zahlt, dass wir halt dann einfach zusammen was essen, dann Film schauen und ja, uns einfach entspannen. Ja, das ist Geschichte. Okay, Nummer 2, wie wird dein Date aussehen? Ich würde es ein bisschen von der Jahreszeit abhängig machen. Ich würde im Sommer echt voll draußen wandern, irgendwie geile Snacks essen, Getränke. Boah, ihr würdet das so dumm stehen auch, ne? Und stell euch mal hier die Arme so. Checkt ihr? Dann irgendwo auf dem Weg da ein schönes Plätzchen suchen und einfach... Stellt euch das... Doch, checkt ihr, was ich meine? Hier so irgendwas hin, hier, zack, 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 einfach so. Unterhalten und später dann, wenn es matcht, noch irgendwas Cooles machen und Winter... Aber die Armbänder sind wirklich leider Turbo-Kacke, leider, ne? Würde ich sagen, ja, ich liebe halt Sauna und sowas. Ich weiß nicht, ob es anders... Nee, beim ersten Date nackt sehen ist verrückt. Ja, Sauna war schon ein bisschen windig. Das krass, ja. Aber man kann ja auch voll reingehen direkt, also muss ja nicht... Ja. Noch zurückhalten. Bist du so jemand, der so direkt in your face rein? Ich hatte noch nie ein Date. Ja, aber würdest Krank. Du theoretisch, Was? Wenn du jemanden... Warte mal, oh mein Gott, das war ein Metaebenen-Troll. Bist du so jemand, der so direkt in your face rein? Ich hatte noch nie ein Date. In your face rein und er sagt, ich hatte noch nie ein Date, das ist crazy. Chat, wer von euch hatte schon mal ein Date und wer von euch hat beim ersten Date rumgefickt? Einzelchat wäre beim ersten Date fake.
Krank. Absurd. Ich bin noch Fülle-Zuschauer. Würdest du theoretisch, wenn du jemanden auf ein Date einladen würdest, in die Sauna gehen? Das ist Quatsch, das geht nicht. Würdest du schwimmen gehen? Schwimmen wir gehen, Sauna. Nee, also Sauna beim ersten Date ist wirklich Katastrophe, ne? Ja, ist aber cool, so am besten. Okay, Kandidatin 3, wo würdest du auf ein Date gehen? Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall so ein Activity-Date machen. Beim Schwimmen, finde ich, checkt man direkt, das ist so ein Endgame-Move, wisst ihr? Im Schwimmbad sieht man direkt, ach, ist die Frau mir ein bisschen zu dick? Hat die vielleicht Zellulite? Ich meine das nicht ernst. Ihr seid schön, so wie ihr seid, aber ich wollte den Cancel-Code nach oben machen. Ich konnte nicht ernst bleiben, Chat. Scheiße. Scheiße. Mir jetzt einfällt, warum auch immer, ist Minigolf. Und ja, dann so gucken, wohin der Tag so führt. Ich hätte eher so dann so ein Sponti-Ding draus gemacht. Keine Ahnung, dann vielleicht so ein Café, so ein bisschen was essen gehen und dann vielleicht, je nachdem, wo man das macht, dann zu jemandem nach Hause gehen und so einen Filmabend dann noch machen. Ich meine das übrigens nicht ernst für die Leute, die hier vielleicht das allererste Mal zuschauen. Okay? Nur, dass ihr das wisst. Ich halte mich aber auch wohl gern nicht zurück, weil ich es scheiße witzig finde, zu übertreiben. Wie lang das Date geht? Crazy. Was dann zu jemandem nach Hause gehen. Hat einen Anfall bekommen? Dann vielleicht so ein Café, so ein bisschen was essen gehen und dann vielleicht, je nachdem, wo man das macht, dann zu jemandem nach Hause gehen und so einen Filmabend dann noch machen. Je nachdem, wie lang das Date geht. Was geschah mit ihr? Was tat Schwester auf einmal? Crazy. Ich finde Minigolf wirklich cool, weil dann hast du so ein bisschen so eine, wie sagt man dem, man kann gewinnen. Ich glaube, das ist immer cool, wenn so ein bisschen was Ehrgeiziges dabei ist. Da sieht man auch direkt den Charakter so ein bisschen. Ja, genau. Voll. Ich finde es dann cool, wenn man so ein bisschen stichelt und so. Ich glaube, da ist Minigolf gut. Und ich finde es immer gut, wenn man so eine Aktivität hat. Ich wusste nicht mal, das ist das Wort, wie hast du es gesagt? Activity Date. Activity Date. Ich hab mir das gerade aus der Nase gezogen. Ja, das ist der Fachbegriff. Das finde ich cool. Mhm. Da macht man so ein bisschen was, da muss auch nicht immer durchreden. Man kann sich auf den Schlag konzentrieren und einlochen. Wow! Adi! Okay. Ich mag zum Beispiel auch Skifahren, ist meiner Meinung nach immer noch really? Das Beste. Really? Du magst Skifahren? Nee, Skifahren ist das beste Date, meiner Meinung nach. Klar, aber du hattest doch noch nie eins. In Deutschland ein bisschen schwer, aber Skifahren ist geil, weil, wenn das Date gut ist, dann kannst du zusammen Skifahren und auf dem Lift reden. Und wenn das Date schlecht ist, dann kannst du auf dem Lift so ein bisschen reden, aber immer noch Skifahren. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Also du hast so oder so Spaß. Und wenn es gut läuft, könntest du auch der Gondel auch dann so cute Cuddly werden und dann wieder Skifahren, wieder so Activity. Ja, so. Also Skifahren meiner Meinung nach bestes Date, aber okay. Minigolf kommt auch. Okay, aber ich check den Take, ernst. Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber eine rauswählen. Bei Koksen ist es aber genauso, Chat. Ihr habt Spaß, no matter what. Entweder sie kriegt den übelsten Bad Trip, wie bei fucking Pulp Fiction, oder ihr habt so oder so Spaß. Ihr zieht halt Koks durch eure Nase und habt einen guten Trip und entweder wird es dann halt affengeil oder sie kriegt tatsächlich eine Überdosis. Ne? Ich glaube, die Entscheidung fällt auf die Nummer 1. Ach, woran lag's? Ich glaube, die anderen zwei matchen mir einfach mehr. Okay. Ja. Dann Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hi. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Bauer, Zoe. Dann Finale. Ah. Du hast jetzt noch zwei Ladies. Ich würde sagen, vom Style her passen die eigentlich beide zu dir. Ja, Style ist bei beiden gut. Die sind beide so. Darf ich sagen, das ist so ein bisschen ironisch chiller, oder? Würdet ihr sagen, das ist ironisch chiller? Was ist ironisch chiller? Hey, check schon, was ich meine. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Was? Ich check, was sie meint, aber irgendwie auch nicht. Cool. Ironisch chiller ist einfach, sie hat halt so Katzen auf ihrem T-Shirt. Ja. Und er hat eine Kindertasche. Ja, aber ich ihr checkt schon, was ich meine, oder? Ja. Guck, ich hab das, du hast Katzen und du hast hier so einen Fuchs, ein kleiner. Ich würde sagen, das ist krass ironisch chiller auf jeden Fall. Was bei mir bei Girls sehr, sehr wichtig ist, dass sie einen guten Handschlag haben. Also ich mache Handschläge auch mit Girls. Mhm. Deshalb würde ich jetzt gerne mal so einen Clap. Seht ihr meine Hand? Wir machen jetzt einfach, Doktor, ich komme so, dann machen wir so einen Clap, okay? Machen wir so einen chilligen. Okay, mach du mal einen chilligen. Ja, der war nicht so chillig. Ja, der war so ein bisschen gefuddelt. Der war nicht chillig, ja. Der war ein bisschen gefummelt, ne? Ja gut, hat mir jetzt auch gar nichts gebracht, dass ich es gemacht habe, aber... War einfach mal wichtig. War einfach mal wichtig. Zum Schluss kommt die wichtigste Frage der Die Hose von Nummer 1 fittet anders nicht. So. Fragen, ja. Wie steht ihr fittet zum dieses andere Bart nicht. Und einer Frisur, die ist so crazy. Ein bisschen mulletmäßig ist und im Topf? Kandidat Nummer 1, wie stehst du zu einem Oberlippenbart und einer Topfrisur? Ich würde sagen, das ist... Ich check, was du meinst. Kombi, die man so... Ja, ich check total, was du meinst. ...dich ownen muss. Aber das fit finde ich auch nicht so... Also hier finde ich, fittet die Hose auch nicht. Farbtechnisch ist das hier, würde ich sagen... Oder generell fittechnisch ist das hier auf jeden Fall deutlich besser und mehr bedacht. Aber die Hose finde ich auch trotzdem Arsch. Und ich würde sagen, dann kann das extrem nice sein, wenn jemand auch den Charakter dafür hat. Mhm. Ich würde jetzt sagen, das passt bei dir auf jeden Fall. Finde ich sexy. Und das, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Krass. Kandidatin 2, wie stehst du zu einem Topfschnitt? Ja, also ist mir eigentlich relativ egal. Also Hauptsache der Charakter stimmt. Oder der Charakter zählt. Nein, also pff,
Weiß ich, also mir ist es wirklich... Boah, ich glaube, wisst ihr, was sie ist, Chat? Ich glaube, sie ist eine klitzekleine Quasselstrippe. Ich glaube, sie ist eine kleine Quasselstripplich. Welche Haare findest du bei Mädels cute? Ich mag's, wenn sie Haare haben grundsätzlich. Das ist schon mal cool. Ja. Ja. Dann, wenn sie Haare haben, mag ich so ein, auch so vorne, wie sagt man dem? Pony. Pony? Ja, so Pony-mäßig. Mhm. Ja. Fühl ich. Ich bin nicht so ein Haarexperte tatsächlich. Fühl ich. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Also, wenn die Haare schön sind, sind die Haare schön. Aber ich kann jetzt da nicht keine Fuckbegriffe nennen. Blond, also, braun. Ich finde blond cool, ich finde braun cool. Ja. Gefärbt, ja, ab und zu, es muss passen. Ich glaube, gefärbte Haare muss man auch ownen. Ja. Was ist das für eine Farbe? Blau. Blau finde ich nicht so cool tatsächlich. Okay. Kurze Haare finde ich nicht cool. Aber ich sehe ja. Echt nicht? Okay, krass. Das ist schon mal gut. Aber sie hat so rote Haare. Ich bin farbenblind. Wer hat so rote Haare? Links oder rechts? Rechts. Rechts hat so lila Haare, oder? Oder nicht? Ja, das hast so Strähnen drin, ne? Ja. Spielst du Computerspiele? Ja. Oh nein. Was? Kommt drauf an. Valorant. Also nein. CSGO, Valorant. Oh nein. Oder auch in die andere Richtung, Animal Crossing, Pokémon. Oh nein, also, okay. Bist du ein Gamer? Ich habe tatsächlich CSGO und Valorant gespielt, ja. Und Minecraft. Wow, das passt so gut zwischen euch. Was für ein Rank bist du in CSGO? Das Schlechteste, aber in Valorant bin ich Ascendant 1. Ja, sie ist am Quasseln. Ah, wie an der Strippe. Zack, 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 zack. Quassel, quassel, quassel. Brabbel, brabbel, brabbel. Blutschwester waffelt um ihr Leben. Die waffelt wie ein Weltmeister. Ich fänd's cool, nach dem Nasenflötenspiel eine Runde CSGO zu spielen. Zusammen. Und mit wem? Mit welcher Kandidatin? Ja, wahrscheinlich mit ihr rechts, weil sie CSGO spielt. Ja, siehst du, dann hast du doch deine Entscheidung. Ja, ja, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Scheiße. Tut mir leid. Ich würde tatsächlich Emily nehmen. Johanna? Das klingt so, als würde ich ein Produkt aussuchen im Laden. Hören wir euch gerne die Emily. Sie heißt nicht neues. Emily. Hey, Alina. Johanna, du kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo! Moin. Hi. Freu mich. Hey. Warte mal, sie heißt ja aber nicht auf Instagram J.K. Rowling, oder? Oder jetzt, dachte ich mir? Heißt sie J.K. Rowling? J.K. Rowling. Fly like a pigeon. Most W of all, den wir je gesehen haben, glaube ich. Hey. Hi. Oh, das sieht cool aus. Danke. Hat leider nicht gereicht heute. Tut mir leid. Wäre es wert gewesen? Top Style auf jeden Fall. Pop. Gracias. Ciao. Dank. Ja, geh ein bisschen Harry Potter lesen. Scheiße. Gott verfickt. Okay, dann die Gewinnerin. Sorry. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Gang, gang, gang. Ah, gang, gang, gang. Was geht? Alinsky. Freut mich. Hallo. Hi. Schön, dass sie du ist da auch am Quasseln. Ja, was denkst du? Coole Tasche, ich mag die, die ist cool. Danke. So süß. Okay, dann Alter. Ihr zwei. Ja. Boah, sie ist halt einen Meter groß, ne? Date. Und klickt auf den Link in der Beschreibung, um Honkai Star Rail runterzuladen. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Okay. Baby, ich bin dein Hero.